Hi, wir sind Sedi und Stefan von der Tape Art Academy und wir zeigen euch, wie ihr aus Klebebändern echte Kunstwerke erschaffen könnt. Und in diesem Video erklären wir euch, was die Tape Art Academy ist, was wir in unseren Workshops machen und das Tape Art Kit. Genau, Kunst mit Klebeband, das nennt sich auch Tape Art und ist mittlerweile zu einer ganz eigenen Kunstform herangewachsen. Ja, es gibt viele verschiedene Künstler, viele verschiedene Stile. Und wir haben uns ungefähr vor 10 Jahren zusammengetan und das Künstlerkollektiv Tape Web gegründet. Das ist dann über die Jahre immer weiter gewachsen und mittlerweile arbeiten wir mit 5 anderen Künstlern Vollzeit, eigentlich jeden Tag mit Klebeband und machen viele unterschiedliche Projekte. Wir machen klassische Kunstwerke, Ausstellungen, auch Auftragsarbeiten und auch viele Workshops. Und es kamen dann immer mehr Anfragen von Privatpersonen, hey, ich habe das gesehen, kann ich irgendwo an einem Workshop teilnehmen? Und dann haben wir uns gedacht, ey, lass uns das doch mal irgendwie zusammenführen und bündeln und einmal im Monat einen Workshop anbieten. Und daraus ist dann die Tape Art Academy entstanden. Und wie so ein Workshop aussieht, das seht ihr in diesem Video. Genau, jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick bekommen, wie so ein Workshop bei uns aussieht. Und bei den Workshops fällt uns immer wieder auf, egal ob wir mit ganz jungen Leuten arbeiten oder mit älteren Leuten und allem, was dazwischen ist, dass man mit simplen Methoden bei Tape Art wirklich direkt geile Artworks machen kann. Und das ist so einer der Gründe, warum uns das so viel Spaß macht, mit Tape zu arbeiten. Aber auch, was uns ganz wichtig ist, ist, dass Tape Art wirklich eine eigene Kunstform ist. Und ein Vorteil zum Beispiel ist auch, dass man im Vergleich zu anderen Kunstmitteln, wie zum Beispiel Sprühdose oder Acrylfarbe, wenn man Fehler gemacht hat, oder das Bild einfach ein bisschen anders haben will, den Tape-Streifen einfach wieder abnehmen kann, ohne dass es irgendwie großartig trocknen muss und dann wieder drauf tapen und schon hat sich die Sache erledigt. Und wir haben diese Workshops jetzt immer so einmal im Monat ungefähr gegeben und das ist jetzt natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht so gut möglich und weil wir aber weiterhin die Workshops geben wollen, haben wir uns überlegt, lass uns doch dann, abgesehen davon, dass wir euch erklären, wie das Ganze technisch funktioniert und euch ein paar Künstler erklären und so weiter, euch auch alles geben, was ihr braucht, um zu Hause aktiv zu werden. Und dafür haben wir so eine Art Starter-Kit entwickelt. Da ist alles drin, was man zu Hause braucht, um auf eine Platte zu kleben oder auch bei sich zu Hause die Wand zu verschönern. Und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch im nächsten Video. Und an der Stelle würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert.